Ich glaube, ich träume. Schaut her, er hat die Gitarre aus dem All wiedergefunden. So, mir war jetzt allerdings nicht bewusst, dass es seine war. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wieder einmal in der Wüste. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie ich wieder in diese Wüste komme. Denn irgendwie so mit Hovercraft und so direkt mal eben dahin fahren geht ja nicht. Der nächste Punkt ist der, wenn du wieder zurück auf den Hamalai gehst, dann landest du zunächst mal da, wo du das Hovercraft entgegengenommen hast. Dann landest du irgendwann im Hasidorf. Wenn du vom Hasidorf noch weiter zurückgehst, kommst du irgendwann an diese Stelle, wo du mit dem Snowboard runtergefahren bist. Und da ist auch schon Feierabend. Ich muss hier weg. Also es ist ein bisschen schlimmer hier geworden, ne? Aber sie wollen es einem jetzt auch nicht leicht machen. Also, man kommt, wie gesagt, bis in das Gebiet zurückgelaufen, wo man Snowboard fahren kann. Und ansonsten eben nirgends mehr hin. Und ja, da habe ich so ein bisschen überlegt, wie komme ich denn jetzt zurück in diese Wüste, um dem Mann hier die Gitarre abzunehmen, die ich dann wiederum dem Mann in der Disco geben kann, in der Windsun Disco, damit da die Stimmung aufgehellt wird, damit wiederum der Besitzer dieser Bar mir ein Fortbewegungsmittel zur Verfügung stellt. Oder etwas. Also etwas, womit ich auf die Festungsinsel gelangen kann. Ja, bis ich dann mal rausgefunden hatte, okay, ich muss im Hasidorf in das Loch da wieder reinspringen, um im Endeffekt kurz bis vors Klonzentrum zu kommen, um von da aus wieder über die Berge quasi mir einen Weg zurück zum Anlegeplatz meines eigenen Bootes zu erlaufen. Ja, hat es ein bisschen gedauert, war ganz gut, dass ich das jetzt hier nicht aufgezeichnet habe, diese Sucherei, denn zum guten Ende hin musste ich mir auch auf einer sehr bekannten Videoplattform, die ihr zufällig auch gerade anschaut, ein bisschen Hilfe suchen, wie ich diese Gitarre bekomme. Benson, du brauchst die Flöte nicht mehr. Jetzt lass mal ihn mal reden. Dagegen kann sie mir ermöglichen, einen alten Traum zu verwirklichen. Ich tausche sie gegen diese Gitarre, die ich mitten in einem Meteor gefunden habe. Eine Meteor sogar. Dann machen wir das doch. Ich habe den See klaren Wassers aufgetaut. Und jetzt wachsen hier Blumen. Der Weise hat dir die Gitarre aus dem All gegeben. Ist das jetzt hier noch was mit dem Mikrofonarm? Oder ich habe das Gefühl, der sinkt immer wieder weiter runter. Oh ja, es scheint tatsächlich so zu sein. So, jetzt steckt er aber wieder richtig drin. Und jetzt geht's hier hoffentlich ohne Probleme weiter. Wir haben die Gitarre. Er hat es hier ein bisschen grünen lassen, wie man es sehen kann. Ja, die Kaktusse. Kaktussen, Kakteen. Ah, hier ist auf jeden Fall grün, wa? Das Pferdchen freut sich auch. Wenn wir schon mal hier sind, sagen wir auch Hallo. Hallo, du Quetsch. Hast du diesen Gnom mit seiner hässlichen Mütze losgelassen? Er hat mich gefragt, ob es hier in der Gegend eine Prinzessin zu befreien gibt. Wenn du meine Meinung willst, er hat nicht das Zeug zum Helden. Ja, es gibt da tatsächlich, wenn man so will, eine Prinzessin zu befreien. Aber das geht den Gnom nichts an. Nun, also meine lieben Freunde, jetzt mal wieder versuchen hier schnurstracks über den Strand hier wieder zu unserem Bötchen zu kommen. Wenn es geht ohne nennenswerten Feindkontakt. Denn jetzt wollen wir... Jetzt wollen wir wieder zurück auf die Insel. Wie heißt sie noch gleich? Ja, Gott sei Dank ist man während des Schwebens unverletzbar.
Also auf jeden Fall müssen wir jetzt mal zurück zum Hamalai zunächst. Wo willst du hin? Ja, das ist jetzt so ein bisschen auf das, den Hamalai. Was ich jetzt euch an dieser Stelle auch ersparen wollte, hier dieses erstmal vom Hamalai wieder zurück in die Wüste, von der Wüste wieder zurück in Hamalai. Ja, es ist tatsächlich dann doch ein bisschen hin und her hier in dem Spiel. Bin jetzt auch tatsächlich, habe ich vorher geguckt, schon wieder über 10, 11 Stunden dran an diesem Spiel. Ich hatte es nicht so lang in Erinnerung. Aber wie gesagt, ist ja 17 Jahre her, das letzte Mal spielen. Ungefähr. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, ob ich das damals in 6 Stunden oder in 8 oder 10 geschafft habe. Aber es wird sicherlich ähnlich lang gedauert haben wie jetzt, denn es ist, wie ich auch schon gesagt habe, so ein Spiel, wie Spiele damals halt waren. Da wird einem nicht an jeder Ecke gesagt, hier, geh dorthin, geh dahin, geh dorthin, um die nächste Mission zu starten und solche Geschichten. Nein, hier musst du tatsächlich so einigermaßen noch wissen, wo du hin solltest. Ja, genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Und genau hier wollen wir ja auch hin. So. Hier können wir übrigens schnurstracks mit dem Snowboard runter. Das wissen wir schon, was wir allerdings noch können, was ihr jetzt nicht gesehen habt, was ich jetzt so im quasi herausfinden, wie ich wieder in die Wüste des leeren Blattes komme, herausgefunden habe, ist, dass man hier erneut hochfahren kann. Das erspart einem das wieder hochlaufen. Das ist also richtig professionell hier gemacht, ja, mit Skilift und Personal und so weiter. Jetzt benutzen wir sogar mal eine andere Abfahrt, einfach damit ihr es mal gesehen habt. So. Ja. Einfach nur so, ne? Ist halt jetzt so. Ich steuere ihn auch nicht, ne? Also kann nichts schief gehen. So, sind wir wieder hier unten. Jetzt geht es weiter in das Hasidorf. Wenn das denn hier lang ging, ich meine aber ja. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt ins Hasidorf kam. Doch, das ist das Hasidorf. Genau. So, also wir haben eine Gitarre. Wir müssen durchs Hasidorf, wir müssen wieder durchs Karottentor. Auch das hätte ich jetzt euch eigentlich rein theoretisch ersparen können. So, nach dem Motto Schnitt. So, ich habe die Gitarre hier und übergebe sie direkt in der Bar dem Musiker dort. Allerdings so ein kleines bisschen Kontext ist ja immer noch fein, ne? So, den Baum rennen wir nicht länger um, das bringt nichts. Wo möchtest du hin? Wo möchte ich hin? Ich möchte auf die Insel Tibet. Brundel machen wir noch nicht, wir haben noch keine Papiere. Auf die Insel Tibet. Denn der gute Mann auf der Insel Brundel möchte gern unsere Papiere sehen und er reagiert allergisch auf Twinsens Originalausweis, welcher ihn als Twinsen identifiziert. Ja. So viel mal dazu. So. Jetzt sind wir hier. Dann mal schnell in die Bar, ne? Ich war übrigens vorher auch noch gezwungen, leider bei dem Betrügerhändler hier mit seinen Wucherpreisen doch noch mal ein bisschen Sprit zu holen, weil ich mir dachte, ich werde jetzt so oft hin und her fahren müssen hier, bis ich rausgefunden habe, wie ich wieder in die Wüste des leeren Blattes komme. Und ich bin tatsächlich noch ein, zwei Mal hin und her gefahren. Und naja, deswegen habe ich noch ein bisschen Sprit gebraucht. So, hier kriegt man auch immer schön wieder drei Kleeblätter, das finde ich klasse. So, dann gehen wir jetzt hier zum Musiker. Und dann geben wir dem die Gitarre. Ich glaube, ich träume. Schaut her, er hat die Gitarre aus dem All wiedergefunden. So, mir war jetzt allerdings nicht bewusst, dass es seine war. Da ist auch der unsichtbare Schlagzeuger plötzlich da. Und genau diesen Sound habe ich jetzt auch erwartet. Ja. Chef geht auch ab da vorne hinter der Bar. Was sagt er hier? Guten Tag. Wow, habe so etwas noch nie gehört. Das ist spitzenmäßig.
Ja, in der Tat. So, und du bringst mich jetzt mal in den Keller, du. Dicko, du. Funky Dicko. Guten Tag. So ist es erheblich besser. Geh hinein, aber sei vorsichtig. Es bleiben noch ein paar Riesenkrabben übrig. Nochmals, vielen Dank. Da drüben. Ja, was ich auch noch sagen muss, ich war auch auf der Suche nach dem Weg zurück in die Wüste. Nochmal bei dem Typen, der einem was über die über das Beamzentrum, über das Klonzentrum und über die Mutations- oder Mutantenfabrik erzählen konnte. Ich habe mir dann tatsächlich das über die Mutantenfabrik nochmal angehört. Das war ganz aufschlussreich. Der sagte mir nämlich, ja, zum einen, dass es da wohl einen Überfall drauf gab. Ja, also das war natürlich ich oder Twinsen. Und es gibt natürlich... Nee. Ah, ist gar nicht so wild, das Ding. Alles klar. Und es gibt die Möglichkeit, hat er mir gesagt, auf diese Krabben hinaufzusteigen, beziehungsweise drauf zu springen. Das bedarf natürlich etwas Geschick, sage ich jetzt mal, ne? Weil die werden jetzt nicht auf einen warten. Aber vielleicht kann ich... Hier geht jetzt wieder zurück. Ich gucke mir erstmal an, was für eine Route das Ding läuft. Wobei ich hier wahrscheinlich auch mit dem Jetpack drüber fliegen könnte. Allerdings kann ich mich ja während... Ich probiere das einfach mal. Also man kann auf die Krabben draufspringen und anhand dieser Information wüsste ich jetzt hier natürlich, okay, ich kann da einfach auf dem Ding rüberlaufen. Aber jetzt scheint es doch ein bisschen zu schnell zu sein. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es schaffen. Ja. Also, ich könnte jetzt, wie gesagt, auch auf der Krabbe darüber kommen, indem ich einfach auf die drauf springe. Ist aber jetzt ja Gott sei Dank nicht nötig. Also, haben wir das auch getestet. Da können wir nicht reinfliegen da unten. Auch nicht so schlimm. Jetzt sind wir hier im Keller. Jetzt klettern wir hier hoch. Und jetzt wissen wir gleich, was unsere Belohnung ist. Oh. So. Ja, ein paar Mutanten gibt es noch in der Kanalisation, hat er gesagt. Muss ich aufpassen, ne? Da ist ein Loch und da oben ist auch ein Loch. Jetzt weiß ich nicht. Ist es denn wichtig, ob ich in irgendein Loch hier gehe? Okay, das ist ein Tor, welches sich nicht öffnen lässt. Das heißt, ich gehe erstmal runter. Ich versuche mal da reinzukriechen. Mal sehen, was passiert. Ich vermute ja, es geht... Die sind so nah beieinander, die Löcher. Es geht irgendwie in die gleiche... Hallo? Okay, also da will er nicht rein. Wahrscheinlich komme ich oben rein und unten raus. So wird es wahrscheinlich laufen. Ah ja. Hätte jetzt auch ein bisschen offensichtlicher einfach hier rumliegen können, der Schlüssel. Also ich weiß ja viele Sachen teilweise echt nicht mehr. Ich wusste jetzt auch nicht, wie gesagt, obwohl ich das Spiel schon zweimal in meinem Leben durchgespielt habe, ich wusste nicht mehr, wie ich zurück auf diese in diese Wüste komme. Und wohlgemerkt, es gab damals, als ich dieses Spiel gespielt habe, noch kein YouTube, wo man mal eben nachgucken konnte, wie komme ich denn da jetzt hin? Geschweige denn, war es im Internet schon so weit mit irgendwelchen Komplettlösungen, die man lesen konnte? Das heißt, irgendwie habe ich das alles selber hingekriegt. Irgendwie habe ich das damals alles selber geschafft. Da merkt man mal, wie sehr man heute leider von diesen ganzen Plattformen mehr oder weniger abhängig ist. Man ist ja auch bei den heutigen Spielen, ich meine, es ist kaum mehr nötig, irgendwas zu wissen in irgendwelchen Spielen, weil
Die meisten Spiele sind ja heutzutage wirklich so, dass du von Anfang bis Ende an die Hand genommen wirst und dir gesagt wird, mach dies, mach das, mach jenes, geh dahin, geh dorthin. Aber ja. Zu dieser Thematik könnt ihr eure Meinung selbstverständlich auch gerne im Kommentarbereich hinterlassen. Da können wir gerne mal drüber sprechen. So, und da ist unser Dinofly. Jawohl, ein Dinofly. Und wir sind auch am Ende des Videos angelangt, sage ich mal, zumindest von der Zeit her. Guten Tag. Nichtsdestotrotz. Guten Tag. Sieh mal, hören wir uns erstmal an, was der zu sagen hat. Du kannst mit mir sprechen und trägst Zendels Medaillon. Du musst der Erbe sein. Ich warte schon seit Jahrhunderten auf dich und mein Rücken schmerzt. Also lass uns langsam gehen. Der Hamalayi ist zu hoch für mich. Aber ich kann dich überall auf dieser Halbkugel hinführen. Außer zur Polarinsel. Antrop bewacht sie viel zu sehr. Wo möchtest du hin? Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Wo möchte ich hin? Ja, Festungsinsel, auf die Insel Brundel. Da könnte ich hin, ja. Bringt aber ohne die richtigen Papiere jetzt gerade mal nichts. Ich könnte wieder auf den Hamalayi fliegen und ich könnte auf die Festungsinsel fliegen. Da fliegen wir jetzt auch noch schnell hin. Auf die Festungsinsel. Und dann wird sich da sicherlich auch wieder irgendein Problem ergeben, dass wir nicht gleich weiterkommen. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Video. Das hier ist jetzt gleich zu Ende. Der fliegt jetzt hier ein bisschen im Kreis rum, ne? Du landest jetzt aber nicht wie... Hallo? Also er hat jetzt da irgendwie... Er musste sich wahrscheinlich erstmal warm... flattern. Kann man auch vollziehen. Deswegen ist er einfach nicht direkt geflogen, sondern noch eine Ehrenrunde. Aber gut. So, damit wären wir auf der Festungsinsel. Und genau hier endet jetzt dieses Video und genau hier geht es im nächsten Video weiter. Und dann schauen wir mal, was hier so passiert. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar, wie gesagt, generell freue ich mich auch ganz sehr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen nochmal und tschüss.